Yes! Servus Leute! Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute auf den Streets unterwegs, haben einiges vor. Einige gringige Momente werden uns bevorstehen, Leute. Und ja, als allererstes hole ich einen Kumpel ab. Der schwingt sich hinten aufs Bike und dann fahren wir gemeinsam zu Yamaha und holen dort sein Bike ab. Dann zeige ich euch sein Bike. Ist keine allzu große Veränderung zu meinem auf jeden Fall. Werdet ihr dann sehen. Und dann sind wir... Ich erzähle es euch später auf der Suche nach was wir sind. Wenn das richtiges Deutsch war. Ich bin schon sehr, sehr guter Dinge auf jeden Fall. Und ja, jetzt fahren wir erstmal meinen Kumpel abholen. So Leute, der gute alte Nick ist hinten auf dem Sozius drauf. Noch nie jemand mitgenommen, absolut überfordert. Ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann bei Yamaha, meine Freunde. Und dann zeige ich euch sein schönes Bike. Police, ja. Das ist bestimmt hier Radarkontrolle oder irgendwas, hä? Jetzt holen sie einen raus, gucke. Was machen die denn? Guck mal jetzt. Alter, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt hier los? Kann ich jetzt hier fahren? Was ist denn jetzt los? Ja. Jetzt hier Corona-Alarm. Warum haben die jetzt rausgezogen? Warum haben die jetzt rausgezogen? Allgemeine Verkehrskontrolle. Nee. Die haben irgendwas da vorne gemacht. Führerschein erstmal einen Monat los. Was kannst du dir sagen? Du hast eigentlich gar keinen Führerschein. Was für ein Führerschein? Was ist das? So Leute, wir haben es geschafft. Jetzt holen wir erst. Oh, da steht sie schon. Ist er das? Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Ja moin. Da steht sie doch schon, hä? Sie haben ihr Ziel erreicht. Ach du Scheiße, sieht das kacke aus. Ich habe auch die. Das Ziel auf. Ja, ist doch gut. Ich habe auch die Dingens noch gar nicht gesehen. Oh, der Kennzeichenwinkel ist zu steil. Das gibt eine Anzeige. Aber leider sind die Löcher. Jetzt hat mein Kennzeichen Löcher drin. Ach so. Ist egal. Lol, aber die Blinker, Alter. Guck mal die Blinker an. Wie soll man das sehen? Schaut euch mal die Blinker an. Und schaut euch mal die Dinger dagegen an, Alter. Das ist ja ein Witz. Das ist ja der absolute Witz, Alter. Also, wer es jetzt noch nicht gesehen hat, ist auch eine MT07. Aber neueres Baujahr. Ich meine 2019. Und ja, ein Kollege von mir hat sich jetzt einen kurzen Kennzeichenhalter geholt. Absolut Pflicht bei der Maschine. Und LED-Blinker dran machen lassen. Und es ist ja abartig. Schaut euch mal mein Heck an. Also die Dinger müssen wir jetzt natürlich einklappen. Aber schaut euch mal bitte das Heck an. Und schaut euch mal bitte das Heck an. Schreibt in die Kommentare, welches findet ihr cooler. Also ich finde mein Heck immer noch schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag dieses Abgeschnittene hier nicht. Die Spiegel sind hier schön nach unten. Meine gucken ja immer wie so Mickey Maus Ohren nach oben. Sieht man natürlich deutlich mehr. Aber naja. Aber Leute, die Blinker, Alter. Geisteskrank. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich auf dem Bike sitze. So Leute, wir sind jetzt gerade von Yamaha weg. Mama, gib mal Stoff. Ja, laut! Das ist auf jeden Fall nicht mehr normal. Also wir sind jetzt auf dem Weg, da die deutsche Bevölkerung ja nicht in der Lage ist, geordnet einkaufen zu gehen, haben wir die Mission, die Welt zu retten und Klopapier zu besorgen. Deswegen machen wir jetzt auf in die Supermärkte und schauen, ob es denn noch irgendwo Klopapier zu kaufen gibt. Und dann werden wir es in die Menschheit komplett am Road Rage hier, Leute! Was geht ab?
Ja, wir sind, wir nehmen unsere Pflicht natürlich ernst und schauen, dass wir den Leuten Klopapier organisieren können. Wir waren auch schon in einem Laden, aber da hat es leider nicht geklappt. Das kann ich euch jetzt mal kurz einblenden. Die Mafiosi. Deutschland im Ausnahmezustand. Ja. Ja, die Leute drehen durch. Ja, guck mal hier, alles weg. Was hier? Küchentücher, alles weg. Toilettenpapier. Ist schon mal alle. Alter, schaut euch das an. Gut, Leute. Dann versuchen wir mal woanders unser Glück. Ja, so sieht nämlich die aktuelle Klopapier-Situation in Deutschland aus. Wir werden natürlich die Suche fortsetzen und wir hoffen, dass wir noch Klopapier bekommen, um es dann an die Menschheit gebürtig zu verteilen. Gib es den Armen, nee, nimm es den Reichen und gib es den Armen. Wir schauen weiter. So Leute, da hinten ist ein Lidl. Da werden wir jetzt nochmal unser Glück versuchen. Klopapierlage in Deutschland ist aktuell sehr schlecht, außer er bringt frisches Klopapier. Bei mir ist ganz schlecht. Schon mal Security hier. Kommen wir jetzt safe nicht rein jetzt. Ob Lidl unsere Rettung ist? Zur Not müssen wir Windeln verteilen. Ja, auch nicht. Ach, die Scheiße, auch nix. So Leute, Stopp Nummer 2. Toilettenpapier für 2,95. Ist auch safe ausverkauft. So. Also nächster Stopp ist? Edeka. Edeka, gut. Auf zu Edeka. So Leute, wir sind jetzt im Edeka. Jetzt geht's hier nochmal weiter mit der Suche auf nach Klopapier. Was denkst du, wie hoch stehen die Chancen, dass die Klopapier haben? Gar nicht. Gar nicht. Zehner. Guck mal. So Leute, hier ist das Regal schon mal komplett leer. Alter, was wollen die mit so viel Zeug hier? Schaut euch das an. Handseife, alles, alle. Hier, alles voll, nur da das, ja. Hauptsache. So, wo gibt es jetzt hier Toilettenpapier? Hier, Küchenrollen, alle. Hier, Taschentücher, alle. Hier, Toilettenpapier, Leute. Alles, alles weg. Was haben wir hier? Dr. Oetker Quarkwein. Alles leer. Gut, dann müssen wir wohl weiter. So, Leute, den Weg können wir uns sparen. Kein Toilettenpapier, keine Haushaltsrollen. Lieferverlag unbekannt. Danke für Ihr Verständnis. Gut. So Leute, eine letzte Hoffnung haben wir noch. Hier vorne ist noch ein Netto. Auf der Hoffnung, dass es dort was gibt. An Cut. So, wir sind im Netto. In the Netto, in the Ghetto. Hamsterkäufe gehen weiter. Was ist hier los? Was fehlt hier? Weizenbrötchen. Hä? Oh. Aber immerhin, Taschentücher haben wir schon mal und Küchentücher. Ja, hier mit den Auslandsbrüchen. Dann ist vorbei. Dann RIP. Leute. Frag mal, wann die wieder Klopapier haben. Du hast jetzt halt. Jetzt? Oder warten wir noch? Da haben wir eine pro Haushalt, ja? Bitte? Das ist klar. Naja. Oh, es gibt Klopapier. Es gibt sich. Oh. Es ist nur auf Nachfrage. Danke. Herzlichen Dank. Schönen Tag noch. Ciao. So Leute, wir haben das Gold. Wir sind reich. Porsche Cayman S. Porsche Cayman S, Jungs. Ja. Müssen wir beschützen unseren Schatz. So Leute, das wird jetzt ich weiß gar nicht, was das kostet, aber in 10er bin ich bereit auszugeben. 10er bezahle ich dafür. Kann ich für 50 Euro das kann ich für 50 Euro weiterverkaufen. Ja, das muss man sich hier verdienen in dem Laden. Das gibt sich einfach so. Da müssen Sie mal nachfragen. Wenn man sich ja kämpfen im Ring. Aber sie schlagen auch zu, hä? Ja? Ist
wollte eigentlich noch eins, mein Sohn muss arbeiten. Oh. Wir haben hier uns einteilen. Naja, das Leben geht ja weiter, ne? Neidische Blicke. Selbst der Hund macht Auge. So Leute, wir haben es jetzt endlich geschafft und haben deutsches recyceltes Klopapier für 2,15 Euro bekommen. Jetzt müssen wir die, jetzt will ich mein Reichtum natürlich auch mit euch teilen oder mit der Menschheit teilen. Und das gibt es ja aber nicht einfach so, das Klopapier, sondern wir sind jetzt auf dem Weg und werden das Klopapier an die Menschheit verteilen, wenn sie uns eine Frage richtig beantworten. Wir haben ein kleines Corona-Quiz vorbereitet. Vielleicht könnt ihr ja auch noch was lernen. Und wenn ihr die Fragen oder wenn die Passanten die Fragen richtig beantworten, dann gibt es als Hauptpreis besser als Gold, besser als Aktien, besser als Edelmetalle, besser als jedes Motorrad, gibt es von uns an euch eine Rolle Klopapier. Eine Ewigkeit später. Grüß euch. Für euch geht es jetzt einfach so weiter. Allerdings befinden wir uns jetzt einen Tag später, denn meine gute GoPro hat nicht aufgenommen. Keine Ahnung, ist einfach hängen geblieben und dadurch ist das ganze Material flöten gegangen. Deswegen habe ich mich jetzt nochmal aufs Bike geschmissen. Ich habe jetzt noch 4 Rollen Klopapier übrig, aber wir machen jetzt einfach da weiter, wo wir gestern aufgehört haben und suchen uns hier die Leute. Denn es ist immer noch Mangelbedarf. Also ich war heute auch einkaufen und es gab immer noch nicht genügend Klopapier. Hi. Hi. Entschuldigung. Und zwar gibt es ja aktuell diese Corona-Krise. Und zwar habe ich was zu verlosen, ja? Und zwar ist es aktuell sehr, sehr begehrt. Und zwar, nee, das nicht. Was viel Besseres. Ist viel besser. Ist viel besser. Und zwar müsst ihr mir nur eine Frage beantworten. Und zwar, was ist der Hauptgrund, wie man sich mit Corona infizieren kann? Oder was ist die Hauptursache? Und dann könnt ihr das... Tröpfcheninfektion. Absolut richtig. Und zwar habe ich da was für euch. Und zwar, was haben es dann die Deutschen aktuell am meisten? Richtig. Hast du welche gekriegt? Hier, komm, dann ist das für dich. Habe ich extra... Nein, 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 nein. Ist noch aus, frisch aus der Packung. Noch, hat noch niemand berührt. Ich hoffe, es nützt dir was. Und dann ziehe ich mal weiter. Ich habe noch 3 Rollen. Schönen Tag noch. Tschüssi. Er hat es gebrauchen können. So, wir gucken mal, ob wir unser Klopapier noch loswerden können. Oh, hier vorne sehe ich 2. Die beiden... Die haben doch bestimmt Interesse. Entschuldigung. Hi. Und zwar, wie bitte? Corona. Ja, es geht auch darum. Und zwar mache ich für YouTube gerade ein Video. Es geht um diese Corona-Krise. Und zwar könnt ihr was richtig Cooles gewinnen, ja? Sehr, sehr begehrt. Ihr müsst mir nur eine Frage richtig beantworten. Und zwar, was hamstern die Deutschen aktuell am meisten? Richtig. Absolut richtig. Da habe ich jetzt auch was Cooles für euch. Ist aktuell sehr, sehr begehrt. Hier. Ihr müsst es euch leider teilen. Ihr müsst euch leider teilen, sonst bin ich arm. Ja. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Dankeschön. Und schönen Tag noch. Und bleibt gesund, ja? Bleibt gesund. Ciao. So, da habe ich schon dieses zweite Pärchen glücklich gemacht. Auch sie haben sich über das Klopapier gefreut, Leute. Und 2 Rollen habe ich noch. Dann muss ich selber erstmal gucken, mit was ich mir den Arsch abwische. Aber das kriegen wir schon hin. Ich bin da sehr erfinderisch. Ich gehe auch mal davon aus, dass bald wieder Klopapier in den Läden vorhanden sein wird. So, ihn kann man ja auch noch fragen. Er kann es vielleicht auch gebrauchen. Entschuldigung. Und zwar mache ich für YouTube gerade ein Video. Geht es um die Corona-Krise. Und zwar habe ich was richtig Cooles für dich. Du müsst mir nur eine Frage beantworten, ja? Eine Frage. Und zwar, was kann man tun, um Corona vorzubeugen, dass man das nicht bekommt? Boah, was machst du, damit du es nicht bekommst? Ich bleibe in meiner Bude und gehe nur zum Einkaufen. Absolut richtig. Absolut richtig. Also bleib zu Hause und vermeide jeglichen Kontakt. Und da habe ich was Cooles für dich. Und zwar, was haben es dann die Deutschen aktuell am meisten? Klopapier. Richtig. Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe für dich eine Rolle Klopapier besorgt. Cool. Viel Spaß damit, ja? Schönen Tag noch. Ciao, bleib gesund. Ciao. Danke. Da haben wir den nächsten auch schon wieder glücklich gemacht. Leute, das geht weg wie Butter. Ich hoffe, er kann es gebrauchen. Ja, Leute, bleibt zu Hause. Da habt ihr das auch nochmal gehört. Er bleibt auch zu Hause. Eine Rolle habe ich noch, dann bin ich arm. So, da habe ich dann noch wen gespottet. On the left side. Entschuldigung, kann ich euch kurz was fragen? Da geht es um diese Corona-Krise, die aktuell herrscht. Und zwar habe ich nur eine... könnt was richtig Cooles gewinnen. Ihr könnt was richtig Cooles gewinnen. Dann frage ich dich, es gibt nur eine Frage. Und zwar,
oder was sind die Symptome, wenn man Corona hat? Wisst ihr das? Alles klar. Wunderbar, Fieber, Husten reicht mir schon. Und zwar habt ihr was richtig Cooles gewonnen. Und zwar, pass auf, was hamstern die Deutschen aktuell am meisten? Klopapier, richtig. Und deswegen habe ich auch was für euch. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um euch diese Rolle Klopapier zu besorgen. Habt ihr dafür... du glaubst gar nicht, was das wert ist aktuell. Das wird richtig hoch gehandelt. Jawohl, ja! Echt, ja. Ist für dich vielleicht. Guck mal, die passt dann noch da rein. Beyond Rider heiße ich da. Alles klar. Dann, schönen Tag noch. Bleibt gesund. Tschüssi. So, Leute. Jetzt habe ich nichts mehr. Alle 8 Rollen bin ich losgeworden. Gestern 4 und heute nochmal 4. Absolut Grinch. Aber Leute, ich tue doch alles für eure Erfolg, damit die schön sauber bleiben. Das mit dem Klopapier muss ich sagen, das ist lächerlich. Deswegen kann ich mich darüber auch lustig machen, weil das absolut sinnlos ist mit diesem Klopapiergehamstre. Aber worüber man sich absolut nicht lustig machen sollte, ist der Coronavirus an sich. Ja, das muss man sagen. Nehmt das Ganze nicht auf die leichte Schulter. Bleibt zu Hause. Macht keine Ahnung was. Schaut meine Videos. Da habt ihr vielleicht, ist ein Tag schon mal rum. Schaut die Videos von den anderen. Vertreibt euch die Zeit bei Netflix, bei YouTube. Und bleibt bitte, bitte zu Hause. Tut mir den Gefallen. Das war's dann auch mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Teilt es mit euren Freunden, wenn ihr es lustig fandet. Und lasst natürlich auch gerne ein Abo da. Und schaut dabei bei Nick vorbei. Und ich bedanke mich dann bei euch recht herzlich, Leute, fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.